Frau Grund, wir stehen jetzt hier vor dem Hauptportal des Eichstätter Doms, eine Stelle, an der man die Renovierungsarbeiten richtig gut sehen kann. Ja, ich glaube, hier hat sich am allermeisten getan und man hat hier tatsächlich auf Basis der alten Fassungen, die man nachweisen konnte, die Pracht des Portals im 17. Jahrhundert rekonstruiert. Der Eingang ist richtig einladend. Ich würde sagen, wir gehen jetzt gemeinsam rein. Aber gerne doch. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Willibaldschor. Mhm. Was gibt es denn da für Besonderheiten, für Stücke zum Zeigen? Ja, der Willibaldschor ist ja eines der Heiligtümer des Domes. Hier befindet sich ja das Grab des Bistumsgründers, aber auch ein Stück, das fast niemand beachtet und das jetzt erst wieder richtig zur Wirkung kommt. Und das sollten wir uns ansehen. Das ist die alte Tumba, also der alte Sarkophag, in dem sich seit dem 13. Jahrhundert die Gebeine des Bistumsgründers befunden haben. Und hier ist sie immer ein bisschen missbeachtet worden. Da stand sogar eine Orgel direkt hingerückt. Die Tumba stand jetzt lange in der Kiste eingepackt, hier in der Baustelle. Wir haben bewusst alles nur so gelassen und jetzt durfte sie wieder raus. Und da steht sie jetzt. Und ich hoffe künftig auch wirklich alleinstehend, damit man merkt, das ist was ganz Besonderes. Ja, und jetzt sind wir an einem Stück, über das ich mich ganz besonders freue. Ja, dieses Epitaph, das immerhin aus dem späten 15. Jahrhundert stammt, das befand sich eigentlich an der Stelle, wo heute der Aufzug platziert ist. Und es war ja ausdrücklicher Wunsch, den Dom barrierefrei zu erschließen, also wurde hier an ein Portal ein Aufzug gebaut. Und aber das Stück, also dieses Epitaph, war genau an der Stelle eingebaut. War ein unglaublich aufwendiger Umzug und man hat es hier wieder eingemauert. Aber eben, es war total verschmutzt, Farbe war abgeplatzt und unser fleißiger Kirchenmaler hat es wieder eingestimmt, wirklich bloß die Fehlstellen wieder ausretuschiert und es ist nicht schön geworden. Sie können ja richtig begeistert über den Dom erzählen. Man merkt Ihnen auch an, dass Sie sich freuen, dass der Dom wieder eröffnet. Oh ja. Gibt es denn irgendeine Besonderheit im Dom, die Sie besonders gerne mögen, die Sie so richtig packt? Doch, es gibt ein Grabdenkmal, das liebe ich heiß. Es ist wunderschön. Ich bedauere es immer sehr, dass wir es den Besuchern nicht zeigen können, weil es an einer eigentlich unzugänglichen Stelle ist. Das ist also das Stück, das Sie heiß und innig lieben im Eichstätter Dom? Ja, genau. Kann man das so sagen? Das kann man wirklich sagen. Es ist eines der bedeutendsten Kunstwerke überhaupt. Es ist ein ganz bedeutendes frühbarockes Werk, das dem Bildhauer Hans Krumper zugeschrieben wird. Also schon insofern etwas sehr Wertvolles. Es ist ein Meisterwerk des Bronzegusses, der Darstellung eines Menschen. Aber gerade die Darstellung des Menschen, die gefällt mir so. Das ist der Bischof Johann Konrad von Gemmingen. Muss ein ganz vornehmer Herr gewesen sein, sagenhaft reich. Aber hier lässt er sich im Sinne des Memento Mori als Mensch darstellen, der auf seinem Ruhelager liegt, das Kreuz betrachtet und genau weiß, im Tod sind alle Menschen gleich. Frau Grund, vielen Dank für den detaillierten und individuellen Einblick in Ihren Dom, in den neuen Eichstätter Dom, in den neu renovierten Dom. Ja, es war mir eine Ehre und Freude. Ich freue mich ja selber so furchtbar, wenn wir wieder rein dürfen. Und zwar nicht nur die Beteiligten, sondern alle, die der Dom interessiert und die ihn merklich lieben und daher vermisst haben.